So, wir gucken uns heute mal verschiedene Stellenwertsysteme an, insbesondere besondere Stellenwertsysteme, nämlich diejenigen, die in der Informatik eine große Rolle spielen. Das Binärsystem, das Hexadezimalsystem und das Oktalsystem. Also Binärsystem, Stellenwertsystem zur Basis 2, Hexadezimal, Stellenwertsystem zur Basis 16 und Oktalsystem, das hat die Basis 8. Die haben nämlich einige Besonderheiten, die einem das Umrechnen zwischen diesen Stellenwertsystemen beispielsweise relativ einfach machen. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal die Zahl 726. 726 im Zehnersystem. So, 726 zur Basis 10. Und das stellen wir jetzt erstmal im Stellenwertsystem zur Basis 2 dar, also im Binärsystem. So, jetzt kann man den Algorithmus verwenden zur Umrechnung der der Zahlen von einem Stellenwertsystem ins andere. Den nehmen wir aber nicht beim Binärsystem. Mit ein bisschen Erfahrung kann man relativ schnell die entsprechende Darstellung herleiten. Dazu muss man allerdings die Zweierpotenzen auswendig wissen oder sich mal schnell herleiten. Das ist aber auch nicht so schwierig. Zweierpotenzen, die sollte man eigentlich drauf haben. So. Insbesondere in der informationstechnisch geprägten Welt. Ja, also täglich geht man mit Binärsystemen um praktisch. Ja, und Hexadezimalzahlen tauchen überall auf, beispielsweise in Fehlermeldungen. Okay, man muss sich einfach ein bisschen auskennen mit den Zahlen, deswegen gucken wir uns sie auch näher an. So, wie sieht das Stellenwertsystem zur Basis 2 aus? Von hinten betrachtet haben wir hinten, hat die letzte Stelle natürlich die Wertigkeit 1, ne? Das sind die Einer hinten, dann kommen die Zweier hinten, dann die Viererstelle, 8, 16, 32, 64, 128. Man merkt, ich habe schon den Platz hier mit Bedacht gewählt. Ja? Ehrlich gesagt habe ich das Video schon mal angefangen aufzuzeichnen und gemerkt, dass der Platz nicht reicht. So, aber man lernt nie aus. Okay, so jetzt habe ich hier die ganzen Stellen mal bezeichnet. Ne? Also kann man jetzt hier sagen, guck mal, das sind die Stellen. Ne? Da haben wir hier die Leerplätze, die müssen wir jetzt füllen, um die Zahl 726 im Zweiersystem darzustellen. So, jetzt kann man, ich bin jetzt bis zur 512 gegangen, weil die nächste, die 1024, diese Wertigkeit ist offensichtlich nicht in der 726 mehr drin, ne? Das ist zu groß, 512 aber schon. Also 512, die 512er Stelle, das scheint diejenige Stelle zu sein, die ja, die größte Zweierpotenz, die noch in 726 enthalten ist. Was ist das denn? Das hier ist 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 hoch 9. 1024, das ist 2 hoch 10, das sollte man sich vielleicht auch mal merken. Okay, also die 512 passt offensichtlich noch einmal in die 726 rein. Ne? Und jetzt kann man sich überlegen, was bleibt dann für ein Rest übrig? 726 minus 512. Schreiben wir es mal kurz auf. Wir haben jetzt 726, aber 512 von abgezogen. Das kann man im Kopf machen. Ich schreibe es nochmal hin, damit wir uns das gemeinsam merken. Dann kommt 214 raus. Ne? 214 bleibt übrig. So. In die 214 geht offensichtlich die 256 nicht mehr rein. Das heißt, diese Wertigkeit haben wir nicht enthalten. Diese Zweierpotenz passt nicht mehr in die 214 rein. Aber die 128 passt offensichtlich noch rein. Also eine 128 geht rein. Mehr als eine dürfte nicht reinpassen, denn wir wissen ja, im Zweiersystem gibt es lediglich die Ziffer 0 und 1. Also wenn man da eine 2 hinschreibt, hat man es irgendwie verrechnet. So, 128, wie oft geht die in die 214 rein? Gucken wir mal. Naja, da bleiben hier noch 6, 8. 86 scheint übrig zu bleiben. Ne? Okay. In die 86 geht die 64, ups, falsche Farbe. In die 86 geht die 64 genau einmal rein. Ne? So. Okay. 64, das machen wir jetzt im Kopf weiter. 86 minus 64 ist 22. In die 22 geht die 32 nicht mehr rein, aber die 16 geht in die 22 einmal rein. Dann bleiben noch 6 übrig. Die 8 geht in die 6 nicht mehr rein und 6 ist letztlich
4 plus 2. So, und schon haben wir die Darstellung im Binärsystem. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 zur Basis 2. So. So sieht eine Zahl zur Basis 2 aus, ne? Klar, viele Nuller und Einser. Und letztlich ist genau das Stellenwertsystem, das im Computer verwendet wird, ganz einfach deswegen, weil im Computer befinden sich ja Leiterbahnen beispielsweise, ne, die Strom leiten können. Und Strom hat bekanntlich zwei Zustände, nämlich es fließt einer oder es fließt keiner, ne? Und deswegen kann man auf so Leiterbahnen beispielsweise Zahlen ganz gut im Stellenwertsystem zur Basis 2 darstellen, nämlich einfach jede Leitung hat letztlich eine Wertigkeit und ob Strom draufläuft oder nicht, bedeutet, ist eine 1 an dieser Stelle oder eine 0. Okay, so. Jetzt wollen wir die 762 mal im Hexadezimalsystem darstellen, also zur Basis 16. Jetzt können wir wieder mühsam von vorne beginnen und die 726 schrittweise in das Stellenwertsystem zur Basis 16 umwandeln, indem wir immer die größten Exponenten beispielsweise rausziehen, unseren netten Algorithmus anwenden und so weiter. Aber wenn wir die Zahl 726 schon mal im Binärsystem dargestellt haben, dann geht es viel einfacher. Warum? Deswegen, weil die 16 ja bereits eine Zweierpotenz ist. Ich erkläre es mal ein bisschen näher. Ne? Wenn man jetzt hier beispielsweise mal einen Cut macht an der Stelle und sich nur die letzten vier Ziffern anschaut, die man die letzten vier Ziffern im Binärsystem anschaut und überlegt, welche Zahlen kann man denn damit darstellen? Naja, die kleinste Zahl, die man damit darstellen kann, ist offensichtlich 0, 0, 0, 0. Ne? Dezimal ist es die 0. Dann kommt die 0, 0, 0, 1, die nächstgrößere, das ist die 1, 0, 0, 1, 0, das ist dezimal die 2, mach hier mal einen Strich. Dann 0, 0, 1, 1 ist die 3 und so weiter und so weiter. Ne? Jetzt gucken wir mal, bis wohin wir kommen. Die größte Zahl ist offensichtlich die 1, 1, 1, 1. Ne? Viel mehr geht nicht. 1, 1, 1, 1 im Binärsystem ist, kann man leicht ausrechnen, 8 plus 4 plus 2 plus 1 ist die 15. Logisch, denn wenn ich jetzt eine Zahl oder 1 drauf addieren würde, also die nächstgrößere Zahl nehme, dann bekäme ich die 1, 0, 0, 0, 0. Ne, das kann man sich überlegen, wenn man hier schriftlich addiert, von hinten 1 drauf addiert, habe ich immer eine 1 im Übertrag und die entsteht letztlich dann hier vorne am Ende. So. Das wäre die 16. Und die 16 ist ja gerade hier repräsentiert durch diese Stelle. Das wäre ja die 1, 0, 0, 0, 0 wäre die 16. Also die größte Zahl, die ich mit vier Ziffern darstellen kann, ist die 15. So, die nächstkleinere machen wir vielleicht nochmal 1, 1, 1, 0, das wäre die nächstkleinere, ne? Das ist die 14 oder 1, 1, 0, 1 ist die 13. Und 1, 1, 0, 0 ist die 12 und so weiter und so weiter. Da liegen noch ein paar dazwischen, das ist klar. Ne? So. Das bedeutet, mit den letzten vier Stellen im Binärsystem kann ich Werte zwischen 0 und 15 darstellen. Also gerade alle Werte, die man mit den einzelnen Ziffern im Hexadezimalsystem darstellen kann. Ne? Denn im Hexadezimalsystem ist das hier hinten ja die 0, 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. 12 ist C, 13D, 14E, 15F. Ne? Sie wissen, beim Hexadezimalsystem müssen wir uns behelfen, weil wir nur aus unserem Dezimalsystem die Ziffer 0 bis 9 kennen. Das heißt, ab 10 müssen wir mit Buchstaben weitermachen bis zu F. Das ist die Ziffer mit dem Wert 15. Und sobald wir zu 16 gehen, sind wir auch im Hexadezimal eine Stelle weiter. 1, 0 wäre die 16 im Hexadezimalsystem. So.
Das heißt also, mit den letzten vier Stellen im Binärsystem können wir alle Ziffern im Hexadezimalsystem darstellen, nämlich 0 bis 15. Die Zahlen 0 bis 15 stellen wir mit einer einzigen Ziffer im Hexadezimalsystem dar. Deswegen können wir einfach die letzten vier Stellen nehmen und direkt in die Ziffer im Hexadezimalsystem umformen. Denn das sind alle Werte von 0 bis 15 Einern, die ich habe. Ja? Und ab der nächsten Stelle, ab dieser hier, kommt dann das 16er Bündel dazu. Ich schreibe jetzt die Zahl hier oben nochmal kurz daneben, nochmal kurz hier runter. Vielleicht in einer anderen Farbe. Naja, nehmen wir dieselbe Farbe. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Das heißt, ich kann die letzten vier Ziffern nehmen, hier, und direkt umformen ins Hexadezimalsystem. Ne? Welchen Wert haben die letzten vier Stellen? 2 plus 4 ist 6 und im Hexadezimalsystem ist das die 6. So. Und genauso kann man weitermachen. Die nächste 16er-Potenz, die auftaucht, ist das hier. Das ist 16 Quadrat. Das heißt, wir stellen mit diesen vier Ziffern hier, mit diesen vier Ziffern stellen wir dar, wie viele 16er-Bündel wir haben. Okay, nämlich 0 bis 15 verschiedene 16er-Bündel, bis wir zur nächsten 16er-Potenz kommen, bis zur 256. Das heißt, wir können jetzt auch diese vier Ziffern hier nehmen und direkt übersetzen ins 16er-System. Wie viele 16er haben wir denn? Ja, wir haben 1 plus 4 plus 8, also 13 16er und das ist die D im Hexadezimalsystem. Ne? 13 ist D. Ah ja, da steht es auch, das sieht genauso aus wie dieses Muster hier. Gut, und so geht es weiter. Wie viele 256er haben wir denn, wenn wir die in 16er Paketen zusammenpacken? Also 0 bis 15 256er lassen sich im Binärsystem darstellen durch die nächsten vier Ziffern. Jetzt haben wir hier gerade nur zwei. Na gut, dann denken wir uns hier vorne halt zwei Nuller davor. Ne? So, und das ist die 2. Das heißt, im Hexadezimalsystem ist die 726 die 2D6. Genauso geht es auch rückwärts. Wenn wir das jetzt ins Binärsystem umrechnen wollten, dann können wir jede Hexadezimalziffer nehmen und direkt in vier Ziffern übersetzen im Binärsystem. Das gleiche funktioniert auch beim Achtersystem. Naja, warum? Weil auch die 8 eine Zweierpotenz ist, ne? Wir können jetzt hier oben in Dreierpäckchen zusammenpacken. Ja, die nächste Achterpotenz ist die 64, dann kommt die 512. 512 ist 8 hoch 3. So. Das heißt, wir können jetzt diese Dreierpäckchen nehmen und direkt ins Oktalsystem übersetzen. Warum? Hier hinten bei den letzten drei Ziffern, genau bei derselben Begründung, können wir alle Zahlen von 0 bis 7 darstellen. Na, also 0 einer bis 7 einer im Achtersystem. Und sobald ich jetzt hier rüberkomme, habe ich meine erste 8 und komme dann sofort auf die nächste Stelle im Achtersystem. Gut, machen wir das doch mal. Ich schreibe die Binärzahl nochmal ab. So, man teilt also von hinten in Dreier-Schritten die Zahl ein und übersetzt direkt ins Oktalsystem. Also hier haben wir die 6, 0, 1, 0 ist die 2, 1, 1, 0 ist die 3. Und 1, 0, 0 von hinten betrachtet jeweils, ne, ist die 1. So. Das heißt, letztendlich können wir sagen, 7, 2, 6 im 10er-System ist gleich 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 im Binärsystem. Und in der Informatik macht man es häufig so, weil man oft sehr lange Binärzahlen hat. Das möchte man gar nicht so. Man möchte nicht so viele Nuller und Einser darstellen, ne, sondern man stellt den häufig kompakter dar als Hexadezimalzahl. Würde man einfach sagen, guck mal, das ist die 2D6, ne, im Hexadezimalsystem. Oder findet man seltener, aber kann man auch mal machen, ne, hier das Ganze im Oktalsystem darzustellen.